Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Tag und herzlich willkommen zur kleinen geistlichen Musik aus St. Katharinen, hier in Braunschweig am Hagenmarkt. Wir nehmen uns mit Ihnen wieder ungefähr eine halbe Stunde Zeit zum Musikhören und Nachdenken und Beten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Die Glaubens- und Offenbarungsüberlieferung der Bibel hat eine kleine Nebentür für uns geöffnet. In dem großen Gebäude des Glaubens gibt es natürlich erstmal den monumentalen, den festlichen Zugang, die großen Geschichten von Gottes Schöpfung, von Kreuzigung und Auferstehung und am Ende einer neuen Welt. Aber es gibt eben nicht nur das große Portal, sondern auch den Seiteneingang. An dem wurde von Anfang an gebaut. Ist eher so der persönliche Zutritt. Diese kleine Tür führt nicht in die große Kathedrale, nicht in die große Liturgie, sondern in das kleine Zimmer, ins stille Kämmerlein, ins persönliche Gebet. An dieser Tür wurde schon von Anfang an mitgebaut. Auch im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, ist wohl dieser persönliche Zugang der erste gewesen oder einer der ersten gewesen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In den Psalmen heißt es an einer Stelle, du bist mein Gott, den ich suche. Also ein ganz persönlicher Zugang. Und wenn Jesus uns dazu einlädt, dass wir Vater unser sagen, dann zielt das auf diese Tür, dass wir da hineingehen. Denn Gott hat eine familiäre, eine persönliche Seite, in der man mit ihm reden kann, wie man privat mit einem redet. In den Mose-Geschichten heißt es einmal, Gott redete mit Mose so, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Dazu lädt Jesus ein, wenn er uns einlädt, Vater unser zu sagen. Aber Achtung, sagt er, trotzdem nicht plappern, sondern mit Respekt, mit Ehrfurcht und mit Erwartung Gott auf diese Weise entgegentreten. Die Tür wird sogar noch ein bisschen weiter aufgestoßen. Es wird richtig, wie soll man sagen, gefühlvoll. An einer Stelle schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns keinen Knechtsgeist gegeben. Keine Unterdrückungsmentalität, die nur kuscht und sozusagen ganz offiziell Angst vor Hierarchie und Autorität jetzt auch auf Gott überträgt. Sondern Gott hat uns einen kindlichen Geist gegeben, der ruft, Abba, das ist das Kosewort, wir würden heute sagen Papa. Also Gott ganz persönlich ansprechen.
Und wenn man dann in dieses stille Kämmerlein geht, in das Gott schaut und hineinhört, dann kann man, so wie das Vaterunser es uns anbietet, mit Gott über ganz verschiedene Dinge sprechen, über die Bedürfnisse, über das tägliche Brot, das, was wir zum Leben brauchen, was jeden Tag für uns nötig ist. Dann können wir mit ihm auch reden über die Pleiten, Pechs und Pannen in unserem Leben, über Fehler und auch Schlimmeres. Vergib. Und wir können mit ihm auch über unsere Angst sprechen vor Scheitern und vor Unglück, das uns überfällt. Erlöse uns. Im Gottesdienst allerdings ist es nicht nur ein ganz individuelles Gebet, sondern der Gottesdienst hat eine persönliche und eine gemeinschaftliche Note. Und in der Öffentlichkeit bleibt Raum für das, was man öffentlich nicht sagen kann. Das Vaterunser beinhaltet all das, was wir zu Gott tragen können, was wir mitbringen aus unseren alltäglichen Bezügen und was dann Gehör und Platz findet im Gottesdienst. Denn Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr auf dem Herzen habt, bevor ihr ihn darum bittet. Oder wie es ganz schön in einem Psalm heißt, du verstehst meine Gedanken schon von Weitem. Also nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Lassen das Vaterunser auf uns wirken und vielleicht bleiben wir bei irgendeiner Bitte hängen, weil da gerade so viele Anliegen in uns sind, die mit den wenigen 3, 4 Worten nicht zu Ende gesprochen sind. Und nehmen uns Zeit, mit Gott zu sprechen. So wie ein Vater mit seinem Kind, ein Kind mit seinem Vater oder mit seiner Mutter. Denn auch das steht bei einem der Propheten. Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beten. Gott, wir danken dir, dass du ein offenes Ohr und Herz für uns hast. Wir kommen zu dir mit unserem Leben, dem, was uns glücklich macht, und mit dem Schweren. Wir tragen dir unser Herz vor und legen alles in die Worte hinein, die Jesus uns dafür gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte sie Gott auf all ihren Wegen. Thank you.